Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Das Schwarze Auge Drakensang, wo ich mich als allererstes erstmal dafür entschuldige, dass gestern überhaupt gar keine Folge erschienen ist und dass die heutige Folge tatsächlich erst mit einiger Verzögerung ihren Weg auf eure Benutzerendbildschirme geschafft hat. Aber immerhin bin ich überhaupt hier und mache heute eine neue Folge für euch. Also das ist... Ich verbuche das an dieser Stelle einfach schon mal als Sieg. Ansonsten sind wir hier weiter in den tiefen Höhlen von Gruldur unterwegs. Und ich habe keine Ahnung, was uns hier noch so erwarten wird. Ihr habt mir auf jeden Fall mitgeteilt, dass diese rissige Wand, die wir in einer der letzten Folgen gefunden haben, dass das am Ende dann der Ausgang sein wird. Dass wir vorne beim Portal noch irgendwas übersehen haben, zu einem späteren Zeitpunkt da aber sowieso nochmal vorbeikommen, weswegen es sich jetzt nicht unbedingt lohnt, da nochmal hin zurückzulatschen. Gucken einfach, wenn wir dann irgendwann wieder da sind, sollte ich zu dem Zeitpunkt noch dran denken. Und dass das Amulett, was wir beim letzten Mal gefunden haben, bei dem ich gerade überlege, wo ich das überhaupt hingepackt habe. Ich lausche den Wind. Das ist dieses hier, ne? Immunität gegen Gift, genau. Dass das tatsächlich extrem hilfreich ist, weil man es theoretisch im Kampf zwischen den Charakteren hin und her reichen kann, um alle sofort zu entgiften, ohne dass ich mir Zeit nehmen muss, einen Clarum Purum zu zaubern oder sowas. Das klingt für mich aber so ein bisschen wie ein Exploit. Ich werde es auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, falls die Sache eng werden sollte. Aber, es wird auf jeden Fall nicht meine erste Go-To-Strategie sein, weil das irgendwie so klingt, als ob das nicht unbedingt beabsichtigt gewesen ist und ich erstmal gucken möchte, ob es auch so geht. Aber schauen wir einfach mal. Es ist auf jeden Fall gut, solche Sachen im Zweifelsfall im Hinterkopf zu haben, falls es dann doch mal kritisch werden sollte, weil dann mache ich lieber so, dann bin ich lieber ein bisschen cheap, als dass wir am Ende hier irgendwelche Probleme beim Voranschreiten in diesem Let's Play haben. Und jetzt schauen wir mal, was uns hier unten noch so erwartet, wenn wir hier weitergehen. Heute gibt es sogar einen Mauszeiger. Ich bin ja ein bisschen stolz auf mich. Da oben sind wieder Wühlschrate. Wo bleibt ihr denn? Alter. Dann ja. Jawohl. Halbkreis bilden. Dann eben nicht. Komm. Nimm das. Komm. Zerstört ihren Widerstand. So, volle Kraft voraus hier. Ich dachte, volle Kraft vor raus hier. Nimm das. Gelinge im Schein der Macht. Magiker Perturbatio. Zur Halbkreis bilden. Nimm das. Oh, die haben uns das Skelett wieder umgeklöppelt. Das ist aber nicht nett. Nimm das! Komm. Komm. Wir runden um Kamalor. Komm. Nimm das. Aber eine wirkliche Bedrohung für den Großteil der Truppe war es jetzt auch nicht, ne? Sikarian Nandos. Und wir hätten ja auch immer noch die Möglichkeit, uns zu buffen, falls es mal eng werden sollte oder irgendwas. Also, so ist ja nicht. 650 Punkte zwischen wieder. So, die Falle wurde anscheinend ausgelöst. Das freut mich irgendwie. Ich finde es geil, dass diese Pilze überhaupt als Fallen zählen. Und vor allem, dass Sinway diese Fallen dann im Zweifelsfall auch entschärfen kann. Was eigentlich so absolut gar keinen Sinn macht, weil ich einfach mal wage, die Behauptung aufzustellen, dass das ja rein theoretisch eher so eine Pflanzenkunde ist. Gut, das wäre auch Sinnwasting, aber... Apropos. Just because, wisst ihr?
Hallo? Feuergeister? Das ist natürlich... Sprich. Frech. Jawohl. Halbkreis bilden. Feuergeister tun weh. Einkreisen. Ach, Feuergeister explodieren auch. Und ich habe nicht auf meinen Magier aufgepasst. Na, naja, egal. Die anderen machen das schon. Boom, der nächste. Halbkreis bilden. Ihr schafft das. Ihr seid gut. Nimm das. Da ist das Skelett auch down, aber was soll's. Wir sind stark, wir sind gut. Ich glaub an meine Leute. Ich sagte, ich glaub an meine Leute. Ah, bitte, es geht doch. Jeweils 8 Erfahrungspunkte für jeden dieser Flammengeister ist natürlich so im Gesamtbild betrachtet tatsächlich gar nicht so wenig, wenn man es jetzt mal vergleicht. Ne? Sekarian. Haben wir nicht auch noch irgendwie so Ruhe Körper, Ruhe Geist oder sowas? Aber ich habe natürlich auch diese ganzen Verbände. Die reichen ja erstmal völlig aus. Magica Perturbatio. Gelinge im Schein der Mada. Saranna Ayola. Okay, Leute, dann schaut euch mal um hier. Ich habe mir schon gedacht, dass das irgendwas Wichtiges sein könnte. Ich habe einen zweiten Schlüssel erkämpft. Mit dem zweiten Zyklopenschlüssel kann ich hoffentlich eine weitere Tür öffnen. Ja, dass wir in die Halle nochmal zurückkehren und mit irgendwelchen Artefakten die anderen Türen da noch öffnen, das habe ich mir ja schon gedacht. Bei Rondra. So, hier du die andere Kiste. Ja, ich hätte natürlich jetzt auch Brandsalbe applizieren können, als ich gesehen habe, oh, Feuergeister, aber ich wollte erst mal gucken, wie schlimm die Verbrennungen überhaupt sind und ob ich mir die Mühe mache oder halt nicht. Weil letztendlich, klar, kann ich da effektiver vorgehen. Sie erreicht ihren Widerstand. Aber wenn es nicht wirklich notwendig ist, ist halt immer die Frage, ist das jetzt die Mühe wert? Oder lasse ich einfach draufhauen und wir erreichen das Ziel genauso. Und ich kann mich ein bisschen zurücklehnen und meinen Leuten einfach beim Klöppeln zuschauen. Ich bin von Natur aus eher faul. Ich gebe es dazu. Gelinge im Schein der Macht. Jawohl. Magica Perturbatio. Ja, Formation. Nimm das. Bums, da fällt der nächste Wühlschrat. Die wirken jetzt halt auf der offensiven Seite gar nicht so bedrohlich. Dann eben nicht. Nandos. Ja. Nimm das! Hm. Hab ich nicht gerade gesagt, du sollst einen Feuerzauber sprechen? Nimm
Für Rondra und Pharmalor. So. Sekarian. Ich bin im Überlegen, als, ob ich als Alternative mal wieder einen Sinn nehme. Ich lausche den Alaoyama Aldrasora. Ja, wenn er das sagt, wird das stimmen, oder? Was habe ich den Wühlschraten eigentlich getan? Warum sind die so böse auf mich? Und vor allem hieß es nicht, hier gibt es keine lebenden Geschöpfe mehr? Also man mag mich jetzt ein bisschen engstirnig nennen. Aber würdet ihr nicht auch sagen, Wühlschrate sind am Leben? Gut, gut. Gelinge im Schein der Mana. Nandos. Was befehlt ihr? Das ist ja schon vorbei. Bei Rondra. Ich mach das. Da kommst du ja gar nicht mehr dazu, da großartig deine Skills rauszuhauen. Ein Mann, ein Wort. Warum hinterlassen die Großen eigentlich immer nichts? Das finde ich ein bisschen, bisschen schade, ehrlich gesagt. So geht das. Magica Perturbatio. Gelinge im Schein der Mada. Sprich. Ja. Zur Stelle. Formation! Das ist der Moment, wo mir klar wird, dass meine Nahkämpfer gar nicht kämpfen. Das hatte ich vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht, das gebe ich zu. Ich mach das. Ach, egal. Wird gemacht. Ich mach das. Ein Mann, ein Wort. Wird gemacht. So, kommt, wir sehen weiter. Ich will immer noch wissen, was bringt es mir, diese Spinneneier zu zerstören? Hat das überhaupt einen Effekt? Kann da Loot drin sein? Oder ist es halt einfach nur so eine Sache, ja, dann mach's halt, wenn es dir so wichtig ist. Ich weiß zwar nicht, was du dir davon versprichst, aber von mir aus, oder wie habe ich mir das vorzustellen? Ich habe keine Ahnung. Ist die Haupthalle, ne? So, quasi hinter dem Portal hieß es. Das Portal war ja hier quasi, ne?
geht es jetzt hier unten um das Gedöns? War das das, was gemeint war hier? Oh. Zwergische Rüstungen. Eine zwergische Sturmhaube aus gutem Zwergenstahl und Toschkrill. Gefertigt in den Hallen des Bergkönigreiches Murolosch ist dieser Helm die Zierde eines jeden Kämpfers und ein äußerst robuster Kopfschutz. Bei Rondra. Nicht für Rassen Elf, Mittelländer, Torvaler, Tulamide, also quasi für den Zwerg. Klobige, metallene Panzerstiefel, die speziell auf die Körperformen eines Zwerges gearbeitet sind. Die Panzerstiefel sind aus feinstem Zwergenstahl und Toschkrill gefertigt. Das ist was, das wir Vorgrim dann mal in die Hand drücken können, ne? Und das hier sind gut gearbeitete Handschuhe aus Zwergenstahl und Toschkrill. Die einzelnen Plattenteile sind hervorragend aufeinander abgestimmt und behindern den Träger kaum. Aufgrund des hochwertigen Materials und der hohen Schmiedekunst ist das Gewicht reduziert. So, wunderbar. Ich werde übrigens gerade so ein kleines bisschen von einem Kater bedrängt. Dann ist meine Überlegung natürlich so ein bisschen, welches Tor ist wohl das nächste, das sich jetzt öffnet? Wir haben ja hier noch zwei. Das da scheint es ja nicht zu sein. Das ist die schon offene, ne? Ja. Dann ist ja wahrscheinlich die hier, ne? Oh, nee, die scheint es auch nicht zu sein. Gab es denn noch eine Tür? Habe ich ja. Blende ich gerade eine Tür aus? Bei euch alles okay? Das sieht komisch aus, was ihr da macht. Ah, okay. Na, dann halt so. Dann wird es halt automatisch aktiviert, wenn ich da genug rangehe, von mir aus. Was folgt der Einaugen bewacht das Herz vor der Gier der grollenden Wesen und den Augen finsterer Drachen. Die Zyklopen also, ja? Okay. Hab mich schon gefragt, wann die wohl in unserer Geschichte eine Rolle spielen. Ich komme der Lösung des Rätsels näher. Ich schließe aus dem bisherigen, es muss hier im Amboss-Gebirge sein. Das adamantene Herz wartet auf uns. Ich kann es spüren. Okay. Ich komme dem Geheimnis näher. Auch die zweite Inschrift hat sich mir offenbart. Bleibt noch eine übrig. Die zweite Inschrift lautet:
Das Volk der Einaugen bewacht das Herz vor der Gier der Gräulmenwesen und den Augen finsterer Drachen. Für die letzte Tür brauche ich auch noch einen Schlüssel. Ich warne euch übrigens jetzt schon mal vor, dass es durchaus passieren kann, dass die morgige Folge von Drakensang sich auch verzögert. Ich hoffe, dass sie nicht ganz ausfällt. Also ich habe spätestens Dienstag wieder jede Menge, na, was heißt jede Menge, aber auf jeden Fall mehr Zeit zum Aufnehmen. Körper ohne Seele, uralt zerrissen. Große Elfen sind einst hier unten. Wow. Der teilt ja ganz schön aus. War jetzt aber auch nicht die größte aller Bedrohungen, wenn unser Skelett das ganz alleine geschafft hat. Jetzt also untote Gräulme. Dann eben ich. Feuer freigegeben. Magica Perturbatio. In Final Fantasy funktioniert Komm. Feuer immer richtig gut gegen uns, Leute. Compareo. Magica Perturbatio. Sprich. Zur Stelle. Gut, der Kampf hat begonnen. Oh. Achso. Nimm das! Ach, und dann kommt der Geist da raus nochmal? Okay. Sikarian. Jawohl. So, das Gräulmengift ist ziemlich potent. Das hattet ihr mir ja schon mal. Gut, gut. Angedroht quasi. Gelinge im Schein der Marder. Ja, ich sehe schon, das kann potenziell unangenehm werden. Bei Rondra. Will ich ja gar nicht abstreiten. Haben die Gräulmen ähnliche Loot-Auswahl wie die Amöben. Komm, 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 Pareo. Ich bin am Überlegen. Ich glaube, ich mache das tatsächlich, dass wir für die nächste Folge dann mal wieder einen Djinn benutzen. Kiste. Da war Drachenblut drin. Sehr schön. Diese dumpfen Steine wirken sehr zwergisch auf mich. Wie alt mögen sie sein? Steinalt. Nach Jahrtausenden, mit der Atem der blutigen Schlacht, die hier einst tobte. Dieser Bereich scheint damals von den Zwergen an die Gräume verloren worden zu sein. Meinst du? Wie kommst du darauf? Ich lausche die Halbkreis bilden. Einkreisen. Gelinge im Schein der Mana. Ach, der hier vorne steht wieder auf. Ich dachte, wir hätten das schon. Was befehlt ihr? Jawohl. Sprich. Yandra Ikara. So.
Da ist jetzt der Frage, ich würde sagen, nach unten gehen wir erstmal. Ich glaube nämlich, dass der Gang hier, wo die Grolmen drin standen, dass der das da weitergeht. Schweres Gerät und jede Menge Schutt. Hier gab es Kämpfe um diese Gänge. Sie wurden zum Grab für viele. Das Leid dieser Schlacht hält noch immer von diesen Steinen wieder. Ich hoffe, dieser Staub wird nichts Schlimmeres als einige untote Grolme. Da stand aber Unote in den... Oh, warte mal. Hier geht's auf eine neue Ebene hoch. Magica perturbatio. Komm. Komm. Mach den Ignitaxios, der geht schneller. Pareo. Mal gucken, wie sich das Skelett schlägt da vorne. Vor allem auch mit so ein bisschen Unterstützung unsererseits. Dann bringen wir uns nämlich gar nicht erst in die Gefahr, dass wir vergiftet werden. Ja, aber dann müssen wir wahrscheinlich doch hier hoch, wa? Was befehlt ihr? Magica perturbatio. Gut, dann schauen wir erstmal, was wir hier hinten noch haben. Eine Ebene nach der anderen, wenn es irgendwie möglich ist. Und wenn wir jetzt hier vermehrt tatsächlich auch mit untoten Grolmen zu tun haben, dann erinnere ich mich ja wieder an den Auftrag vom Zwergengeist. Just. Komm. Hau weg. Komm. Compareo. Lass dir ruhig Zeit, das eilt nicht. Der lässt sich echt alle Zeit der Welt, ne? Sikarian. Gut, werfen wir noch einen weiteren Feuerball und dann erledigen wir den Rest auf die gute alte herkömmliche Art. Alter, ja, ich hab verstanden. Gegner gesichtet, was weiß ich. Sanja. Ja, Formation. So, die Spinne an sich ist ja keine Bedrohung für uns. Nimm das! Fahrt in die Höllen! Eigentlich freue ich mich immer, wenn ich Amöben finde. Dann können wir hier die Kräuter noch einsammeln und noch kurz gucken, was in der Kiste ist. Denn es interessiert uns ja alle, was in der Kiste ist, oder? Vor allem Brad Pitt. Ich frage mich, wie viele das jetzt überhaupt irgendwie zuordnen konnten. Na gut. Ist hier nicht irgendein Dings noch kaputt gegangen oder irgendwas? Naja. Wir werden es sehen. Und genauso werden wir sehen, wohin diese Wege hier noch führen. Und zwar direkt schon in der nächsten Folge von Drakensang. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.